Also hier den Zuckerrohranbau könnte man tatsächlich bei Gelegenheit auch mal gucken, dass wir den irgendwie noch optimieren. Wobei es geht auch so. Eben, halt, und so viel braucht man jetzt auch nicht mehr, oder? Das stimmt eigentlich. Wir brauchen halt jetzt noch das Zuckerrohr für die Bücher. Die restlichen Bücher fürs, dass wir auf 30 enchanten können. Und danach können wir dann ja auch gucken, dass wir recht viel schon über die direkten Enchantments kriegen. Ja. Das sollte ja. Es lohnt sich halt im Normalfall immer mehr. Ja, schon alleine wegen den Kombinierkosten ist es halt deutlich effektiver. Wir haben halt keine Enderman-Farm. Eben. Denn wir müssen ja erstmal den Enderdrachen besiegen. Eben. Dann können wir die auch bauen. Aber so eine Enderman-Farm wäre schon ganz praktisch. Ja, auch so eine Elytra auf Hardcore wäre lustig. So, ups. So. Also jetzt weiß ich nicht, ob diese Schalker auch Hardcore so... Die machen wahrscheinlich keinen Spaß. Nee. Und dann sind wir bei 13 und 15. Ich bin nicht sicher, ob es 15 oder 16 waren, aber das werden wir ja gleich rausfinden. So. Okay, also 15 reicht. Reicht vielleicht sogar. Ne, 14 reicht nicht. Müssen tatsächlich genau 15 sein. Gut, dann heißt es jetzt Level farmen. Wie sieht's aus mit Opsi? Ich hol gerade welches. Gut. So, meine lieben Kühe. Let's do some ficky ficky. Repopulation! Da soll ficky ficky stehen, nicht Repopulation. Mann. So. Ich liebe es, Obsidian ohne Effizienz abzubauen. Ja, das ist geil. So, liebe Hühner. Auch ihr macht bitte einmal ficky ficky. Denn von euch werden wir auf Dauer deutlich mehr brauchen. Drei Eier ist ja jetzt auch nicht so sonderlich viel. Ist trotzdem nur rausgekommen. Sehr, sehr geil. Super geil. So. Verdammt. Ja, du baust gerade Opsi ab, oder? Das waren nur vier Stück, ja. Lohnt sich, dass ich noch mal kurz runterkomme? Auch zum Strip-Minen und so? Kannst du machen. Gut. Dann werde ich das mal tun. So, das hier ist jetzt genau. Wow! Nicht sterben. Alter! Bitte nicht sterben. Kommst du her, du dummes Vieh? Ups. Oh, ich bin schon wieder verdrückt. Piu. Und das Essenssystem von der neuen Version muss mich wirklich mal noch gewöhnen. Ist halt echt anders. Ach, von ja. Da oben kommt noch so ein blödes Vieh runtergesprungen. Oh, nee. Sie springen manchmal von sonst woher. Das ist ja furchtbar. Ja, ist es. Aber Monster sind generell furchtbar, vor allem auf Hardcore. Ja. Selbst die Zombies. Ja, selbst die Zombies können ordentlich Schaden machen. Ey, da war ich jetzt am Anfang doch echt gut erschreckt, als da so ein Zombie mit einem Eisenschwert kommt und halt mit einem Hit echt mein halbes Leben wegzieht. Du hast nicht sogar nur eine Eisenschaufel? Ja, kann sein. Ich bin so schlau, ich hatte den Wassereimer nicht in der Hotbar. Das sollte man, wenn man das sie erbaut, ist machen. Richtig, ja, den solltest du griffbereit haben. Nö, also ich habe auch beim Strip-Minen kein Lapis-Glück bisher. Wie viel Lapis hast denn du? Warte. Boah, da ist es ewig, diesen blöden Obsi-Block abzubauen. 16. Okay. Ja, naja, das sollte hoffentlich erstmal reichen. Und oben steht ja auch nochmal irgendwie irgendwie ein Dreiviertel Stack voll, also irgendwas mit ein paar 40. Mit Lapis? Ja, ja.
Hast du nicht oben an der Kiste geguckt? Ja, yeah, also ich habe in die Kiste geguckt, aber ich habe es nicht spezifisch nach Lapis gesucht. Das ist echt? Ein Stack? Krass. Also fast. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Also wir haben jetzt fast ein Stack, ja. Ja, das sollte dann auf jeden Fall erstmal locker reichen. Nee, also die Strip-Mining-Götter sind heute nicht gnädig mit mir. Ich habe 8 Eisen gefunden bisher. Ansonsten nur Kobbel und ein bisschen Granit und Andesit und so. Das ist natürlich bitter. Gedöns. Krass. 1,5 Stunden nehmen wir jetzt schon wieder auf. Ja, das geht fix. Ja. Se fix geht das schnell. Ich habe 9 Obsidian und gerade das Obsidian-Vorkommen abgebaut. Mann. Ja, eins fehlt noch. Ja, aber das habe ich jetzt. Gut, dann mache ich mich auch gleich mal auf den Rückweg. Damit wir dann direkt in den Nether gehen können und ein paar Level fahren. Ja. Ich habe Redstone gefunden. Geil. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Wir brauchen jetzt vor allem Level und dann doch noch ein paar Dias, ne? Naja, genau, aber ich habe ja noch Dias, also ich weiß noch, wo Dias sind. Hm. Sprich, sobald wir Fortune haben, haben wir noch ein paar mehr Dias. Aber ja, wenn wir wirklich Full Dia haben wollen, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ich würde übrigens gleich mal, was heißt gleich mal, ich würde nachher dann mal in das Villager-Dorf gehen und gucken, dass ich da vielleicht ein paar mehr Türen noch platziere, dass sie sich vermehren. In der Hoffnung, dass wir vielleicht tatsächlich einen Mending-Villager kriegen. Hm. Das wäre nämlich was die Dia-Rüstung angeht, schon echt sehr, sehr geil. Das stimmt, weil ich glaube, das geht dann auch nicht kaputt, wenn man regelmäßig irgendwelches Zeug abbaut. Eben. Also Spitzhacken und so weiter, die gehen mit Mending trotzdem kaputt. Ja. Aber Rüstungen. Und ich meine, Zuckerrohr sollte ja irgendwann auch kein Problem mehr sein, um damit ein paar Emeralds sich zu besorgen, um sich dann halt mit den Büchern zu holen. Quatsch. So, Sekunde, ich habe gesagt, ich wollte wieder hochkommen. Ja, wir haben 47 Lapis haben wir jetzt. 47, okay. Insgesamt. Gut. Haben wir irgendwo Flint? Ja, sehr gut. Ach, hier unten fehlen jetzt halt natürlich noch die Treppenstufen. Die müssen mal noch nachgeliefert werden. So, machst du dir auch gleich einen Bogen, oder wie? Nee, ich habe mir ein Feuerzeug gemacht. Ach so, das macht Sinn. Jo! Portal ist angezündet. So, sehr gut. Huch, es ist Nacht. Cool ausgegangen. Dann schlafen wir am besten mal. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, ich bin im Bett. What about you? Are you in your bed as well? Ja. Jetzt. Very much good. I am so proud of you. So. Perfekt. Hey, die Hühner können auch schon wieder Fiki-Fiki machen. Ja, gut. Sehr gut. So, ich glaube, einfach nur, um das mal auszuprobieren, crafte ich mir dann tatsächlich mal so ein Schild. Krass, warum hört man denn bei dir die... Also ich höre die Kühe, aber ich höre sie als Ton von dir. Ich glaube, dein Headset ist ein bisschen schlecht isoliert, was das angeht. Nö. Nicht? Aber ich höre sie über Teamspeak. Ja, ich weiß, aber ich hab nur Teamspeak auf dem Headset. Alles andere habe ich auf den normalen Lautsprechern. Ach so. Ja. Dann könnte das natürlich daran liegen. Ja. Ach naja, wir haben keinen Bogen. Ich wollte mir gerade Pfeile craften für den Nether, aber ohne Bogen macht das natürlich wenig Sinn. Ach so, stimmt. Da sollte man. Oh, du hast ein Schild. Ja, ich habe ein Schild. Cool. Schlag mich mal. Ich mach's mit dem Holzschwert, okay? Mhm. Halbes Herz und sofort wieder voll. Klingt gut. Ich mach mir auch ein Schild. Also macht tatsächlich vielleicht Sinn. So, halt. Im Moment habe ich das Essen drin, wie auch auf dem Server, aber. Wie kann man das eigentlich verwenden? Also das Essen dann auch essen, was drin ist?
Wenn es in der rechten Hand ist. Wir haben. Achso. Wie esse ich denn das Zeug? Wenn du es. Ne, ich hab's jetzt gerade. Guck mal, ich hab das jetzt hier. Wo bist du? Ach, du bist gerade durch. Ich bin gerade durchs Portal durch. Ja, also wenn du es in der linken Hand hast. Ja. Und du zum Beispiel ein Schwert in der Hand hast, musst du rechte Maustaste drücken. Und wenn du jetzt dort mit dem Schwert mit rechts keine Aktion durchführen kannst, es geht auch mit jedem anderen Block. Ah, okay. Dann nimmt er das Essen. Ansonsten. Okay, I see. Ich understande. Ach, das heißt, ich kann mit dem Schild auch tatsächlich blocken. Das ist natürlich ganz geil. Ah, ansonsten kann man nicht blocken mehr, ne? Ansonsten. Ja, weil die Blocking-Funktion des Schwerts wurde nämlich aufgehoben. Das ist richtig. Oh, und unser Nether-Portal liegt ehrlich gesagt ziemlich optimal. Das ist, glaube ich, relativ gastsicher schon so. Das klingt gut. Das ist ganz geil. Sehr, sehr geil. Super geil. You, Level 23. Und ich höre schon ein Gast. Oh, wie ich diese Viecher liebe. Das war übrigens Ironie für alle, die es nicht verstanden haben. You. Nee, also die Lage des Nether-Portals ist tatsächlich... was die Lage, was Gastbeschuss angeht, ganz gut. Was die Lage angeht, was Quarzvorkommen in der Nähe angeht, nicht so optimal. Naja. So, Level 24. Fällt Soul Sand eigentlich runter wie Gravel? Nein. Nee, oder? Nee. Okay, gut. Dann kann ich hier jetzt bedenkenlos rüberlaufen. Genau, und eine Festung können wir dann bei Zeiten auch mal farmen, hier für Tränke. Hast du eine Festung gefunden? Nö. Deswegen, habe ich farmen gesagt, ich wollte suchen sagen. Eine Festung suchen. Mhm. Für Tränke. Yes. Eigentlich ist es kratzenlos, was ich mache. So. Nee, aber man merkt schon, dass auch das Leveling-System nochmal deutlich langsamer gemacht wurde im Vergleich zu früher. Ja. Also ganz so schnell ist man dann doch nicht auf Level 30. Obwohl, aber viel langsamer ist es nicht. Meinst du? Ja, ich finde es vom Gefühl her schon eine Ecke langsamer. Okay. So, 25. Okay, erst recht, so lange ist es nicht. Ich bin jetzt hier mit einem großen Vorkommen schon wieder fast. Was heißt fast? Ich bin über die Hälfte zur 26. Tja, Quarzfarmen lohnt sich halt einfach. Ich glaube, ich renne dann auf unserem Server auch mit dem Schild rum, und zwar von der roten Allianz. Das ist eine gute Idee. Wir spielen nämlich auf einem Minecraft-Server. Mit diversen anderen Leuten. Und es gibt zwei Allianzen, nämlich die rote Allianz, das sind die coolen, und die blaue Allianz, das sind die doofen. Hallo, Herr Gast. Bitte schießen Sie mich nicht ab. Ich würde es eher so rote Allianz sind die coolen, die blauen, die haben nichts drauf. Ja, kann man auch sagen. Noobs, quasi. Sozusagen. Da sind Magma-Blöcke da unten. Das ist ja witzig, die kann man auch finden einfach im Nether. Das ist ja richtig. Wieder was gelernt. So. Krass, aber tatsächlich recht viele. Hier unten sind auch wieder welche. Das ist ja witzig. Also die stelle ich mir für Farmen tatsächlich eigentlich ganz geil vor, die Magma-Blöcke. Sind sie auch. Weil halt die Drops nicht verloren gehen, aber die Viecher trotzdem sterben. Ja. So, gleich 27. Ich bin da. Wieso mache ich das jetzt eigentlich? Egal. Wieso machst du was? Ich habe mir jetzt einen Banner aufs Schild gepackt. Im Ernst? Ja! Oh, Basti. Ich habe
Wir versuchen hier auf Geschwindigkeit den Ender Dragon zu machen. Du brauchst doch keinen Banner auf dem Schild. Natürlich. Der muss sich doch vor mir erschrecken. Ja, ja, der muss sich doch vor dir erschrecken. Und ich habe extra keinen Lapis genommen. Das heißt, ich habe nur Blumen jetzt für hellblau und... Also hellblaue Blumen und gelbe Blumen. Ui, da sind Magma-Slimes da unten. Soll ich mal versuchen, die zu töten? Mach das. Wäre für Fire-Resistance-Tränke natürlich ganz geil. Das stimmt, für Magma-Cream. Achso, du kannst mal gucken, ob du Magma-Blöcke... könnte man gegebenenfalls auch... Entcraften, meinst du? Entcraften, aber da bin ich mir nicht sicher. Bin mir auch nicht sicher. Let's try. Hallo, Herr Magma-Cream. Die. Mist. Yep. Das da wollte ich. Kein Glück. Auch kein Glück. Nö, ich hab sie alle getötet, aber hat keiner was gedroppt. So, let me see. Nein, man kann sie nicht zurückcraften. Schade. War ein Versuch wert. Ja. Ach shit, für den Bogen braucht man ja Spinnenweben. Ja. Hab ich mir auch schon gedacht. Das ist ja doof. Hab ich eigentlich noch eine Spitzhacke dabei? Nee, das heißt, wenn meine Spitzhacke gleich kaputt ist, dann habe ich ein Problem. Ich wollte gerade sagen, ich lasse mal die Diamantspitzhacke hier, falls ich sterbe, aber... So viel dazu. Ja, ja, so viel dazu. So, ich bin gleich 28. Bist denn du hier lang? Nö, nach Anno dazu mal. Ich bin 28. Hast du dich runtergegraben? Oder? Nö. Ich bin da dieses Dings da hoch. Ah, ja. Ich höre schon wieder einen Gast. Ich hasse sie. Naja. Wobei ich bisher nicht beschossen wurde. So. Ach, ich sollte jetzt natürlich idealerweise ein paar Level mehr als 30 farmen, damit ich ein paar Sachen dann... Ja. Also wenn ich nicht gleich Fortune krieg, noch ein paar Sachen auf 1 enchanten kann. Ja. Das wäre natürlich clever. So. Mit Fortune kriegt man aber zum Beispiel jetzt bei solchen Ärzten auch nicht mehr Level, ne? Nee. Du kriegst nur mehr Drops. Aber mehr Level leider nicht. So. Erreichbares Quarz. Hier ist noch erreichbares Quarz. Meine Spitzhacke ist halt echt gleich kaputt. Das heißt, hoffentlich schaffe ich es überhaupt noch bis auf 30 mit der Spitzhacke. Hm. Oh, ich bin jetzt gleich 29. Aber 30 braucht dann ja noch mal ein bisschen. Wo ging das in die Höhle? Du, keine Ahnung. Ach, da hinten. So, 29. Wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück und wir bekommen gleich Fortune 3. Das wäre sehr günstig. Das wäre sehr günstig, ja. Krass, Magma-Blöcke im Nether. Und die sind tatsächlich echt recht häufig, soweit ich das im Moment gerade sehe. Cool, also damit kannst du halt echt genial Farmen bauen. Ja, das stimmt. Ist halt viel besser als Lava. Ja. Die Spitzhacke ist echt kurz vor dem Breaken und ich bin jetzt noch ein halbes Level vor 30. Wahrscheinlich geht die dann echt kurz vor knapp noch kaputt, einfach weil sie es kann. So, die Experience Ops hier nehme ich mal noch mit. Nee, es sollte reichen. Nein! Nein! Ich hab's gesagt. Zum Glück habe ich Holz dabei. Ich kann mir eine Holzhacke craften. Immerhin. Das darf nicht wahr sein. Jetzt muss ich wieder auf eine Holzhacke zurückgehen. Kann man Quarz überhaupt mit einer Holzhacke abbauen? Probier's aus. Ups. Mit Stein geht's auf jeden Fall.
Ja, es geht. Okay. Ja, na, aber dann mache ich jetzt erstmal nur bis 30 und zumindest nicht ein paar über 30. Ups. Da schießt ein Gast. Ich hab's genau gehört. Bei mir nicht. Doch, doch. Hat dann gleich Bumm gemacht. So. Quasi machen die. So ungefähr. Hm. So. Eine Ohr noch, dann sollte ich 30 sein. Voila, jetzt muss ich nur den Rückweg finden. Bist du zufällig gerade in der Nähe vom Portal? Nö, ich bin auch unterwegs. Das ist ungünstig, weil dann weiß ich jetzt nicht, wie ich zurückfinde. Hä? Seit wann gibt's Enderman im Nether? Gibt's selten mal, aber sehr selten.